Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen eine Erzählung vorstellen, die heißt Über das Wasser und stammt von dem niederländischen Journalisten und Schriftsteller Hans Maarten van den Brink. Übersetzt wurde diese Erzählung ins Deutsche von Helga von Meuningen, die sie wunderbar in ein wunderbares Deutsch übersetzt hat. Herausgekommen ist die Erzählung auf Deutsch im Jahr 2000, wurde von der Presse überschwänglich gefeiert, aber sie hat nie den Bekanntheitsgrad erhalten, der ihr gebührt. Es ist wirklich ein Meisterstück der Erzählung. Man hat sie perfekt genannt, wobei ich das Wort perfekt nicht sehr geeignet halte, um diese sehr meditative Erzählung zu beschreiben. Die Geschichte erzählt von zwei jungen Männern in der Pubertät. Sie spielt in den beiden letzten Vorkriegsjahren des Zweiten Weltkriegs 1938-39 und im letzten Kriegsjahr 1945. Erzählt wird sie aus der Perspektive des einen jungen Anton, eines Arbeitersohnes, und die andere Hauptperson ist David, ein jüdischer Junge aus einer reichen Villa am Park, in der Stadt, am Fluss, irgendwo in den Niederlanden. Beide sind begeisterte Ruderer, die aus vollkommen verschiedenen Welten stammen, was sich auf ihren Charakter auswirkt. David ist sehr selbstbewusst, redegewandt, ein hübscher Junge. Anton ist schüchtern, scheu. Sein Vater arbeitet im Depot der Straßenbahngesellschaft. Und diese beiden höchst unterschiedlichen jungen Männer treffen nun in einem sehr elitären Ruderclub aufeinander, zu dem sich eben auch selten genug Leute aus einfachen Verhältnissen einfinden. Der Zufall will es, dass sie einen deutschen Trainer bekommen, Dr. Alfred Schneiderhahn, und dieser Trainer bringt sie zusammen in einem Zweier ohne Steuermann. Die beiden bilden ein perfektes Team und gewinnen überraschend sehr viele Wettbewerbe in den beiden Vorkriegsjahren. Sie qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Helsinki 1940, doch der Krieg kommt dazwischen. Der Trainer verschwindet, David verschwindet und Anton bleibt allein zurück am Fluss. 5, 6 Jahre später, in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges, liegt er auf dem Bootssteg des in Ruinen zerfallenden Ruderclubs und denkt an die glücklichste Zeit in seinem Leben zurück, an den Sommer 39, in dem der Fluss uns gehörte. Über das Wasser ist eine Liebesgeschichte, eine zauberhafte Liebesgeschichte. Vor allem die Liebe Antons zu David, der in dieser Liebe zu Anton sich selbst lieben lernt, seinen Körper lieben lernt und beim Rudern gemeinsam mit David ein Erleuchtungserlebnis hat. Erfahren wird, was es heißt, eins zu werden in einem Körper, in dem Seele, Geist und Körper ineinander verschmelzen und verschmelzen mit dem Himmel und dem Wasser und dem Regen und seinem Mitruderer David. Und es ist ein wirkliches Erleuchtungserlebnis, wie es der Zen kennt, und so könnte man dieses kleine Büchlein auch im Untertitel nennen, Zen in der Kunst des Ruderns, in Anspielung an das berühmte Buch von Herigl, Zen in der Kunst des Bogenschießens. Die beiden sind zusammengesetzt worden in ein Boot, in einen Zweier ohne Steuermann. Was heißt das?
Ein Zweier ohne Steuermann, das ist ein Boot, in dem zwei Ruderer hintereinander sitzen. Eben der eine schaut auf den Rücken des anderen. Das Boot ist circa 9,5 Meter lang. Jeder der beiden Ruderer hat einen Riemen zur Verfügung, einen rechts, der andere links. Die Ruderer umfassen den Riemen mit beiden Händen und sind allein für ihre Seite verantwortlich. Sie müssen nun perfekt mit ihrem Partner harmonieren in einer, wie es heißt, interpersonellen Synergie, denn die Schwierigkeit besteht darin, das Gleichgewicht zu halten. Wenn die Riemen in das Wasser eintauchen, dann verzieht es das Boot ein bisschen auf eine Seite und der Partner muss perfekt mit seinem Schlag auf dieses Eintauchen reagieren. Ein Zweier ohne Steuermann, das gilt als die anspruchsvollste, rudertechnisch gesehen anspruchsvollste Bootsklasse im Rudersport. Und genau diese perfekte Harmonie, die gelingt nun diesen beiden jungen Männern. Schlagmann, hinten ist Anton, vorne im Bug sitzt David. Und hinten und vorne bezieht sich nun auf die Richtung, die das Boot nimmt. Der Schlagmann muss nun auch etwas früher als der Bugmann in das Boot, in das Wasser eintauchen. Und der David, der Bugmann, der eben, was die Fahrtrichtung angeht, weiter vorne sitzt und mit seinem Gesicht auf Anton schaut, muss perfekt darauf reagieren. Und das gelingt diesen beiden Jungen. Sie sind so unterschiedlich. David, ein schwarzer Lockenkopf, selbstbewusst, sprachgewandt, will studieren, hat Augen, die immer ironisch schauen und ein Gesicht und einen Körper eines Menschen, dem bei seiner Geburt die ganze Welt in den Schoß gelegt wurde. So heißt es. Anton dagegen arbeitet im Büro. Er schreibt Rechnungen, spitzt Bleistifte, ist unbedeutend. Aber er liebt den Fluss über alles, das Wasser in Bewegung. Als er 2, 3 Jahre alt ist, hat ihn sein Vater auf die Schultern gesetzt und hat ihn an den Fluss mitgenommen. Und sie sind auf eine Brücke gegangen und dort hat ihn der Vater abgesetzt. Und der kleine Junge hat sich hinuntergebeugt und gesehen, wie unter ihm blitzesschnell eine Messingspitze hervortauchte, gefolgt von einem schmalen Bug. Und in dem Boot saßen 8 Männer, wie auf einer Perlenkette aufgereiht, in weißen Hemden, gefolgt von einem Steuermann in blauer Jacke. Der junge Mann verliebt sich in das Wasser, in die Bewegung und er spürt die Macht des Wassers und er spürt, dass Bewegung Leben bedeutet und dass er lebt, leben wird, wenn er sich dieser Bewegung angleichen wird. Und das gelingt ihm mit David. Diese Geschichte ist deswegen auch so zauberhaft, weil sie so eine ganz leichte homoerotische Färbung hat. Die bleibt sehr subtil, unausgesprochen, eigentlich fast ungedacht, sehr vage. Es ist eine Liebe ohne jegliches Begehren, eine sehr reine, jugendliche, junge Liebe. Und diese Liebe verbindet die beiden jungen Menschen miteinander und verbindet sie mit dem Kosmos. Und sie erkennen, dass Rudern für sie ein Weg ist. Dao ist ein Weg, in dem Geist und Körper miteinander verschmelzen können und in dem der Körper Bewusstsein erhält. Ausgerechnet dem deutschen Trainer gelingt das, Dr. Alfred Schneiderhahn, der
bringt dieses Wunder hervor. Schneiderhahn in einen Pelzmantel gekleidet, der auf dem Fahrrad neben ihnen herfährt und immer Kopf hoch brüllt, sehr streng ist, sehr deutsch, in Sütterlin schreibt, eine Autoritätsperson durch und durch, die aber instinktiv eben gespürt hat, dass diese beiden Jungen perfekt miteinander harmonieren werden, gerade in ihrer Unterschiedlichkeit. Dass in ihnen beiden ein Potenzial ist, das er fördern kann, indem er die beiden fordert. Und das große Ziel ist, wie gesagt, die Olympiade in Helsinki. Krieg kommt dazwischen. Anton merkt davon nichts. Nichts von der drohenden Gefahr. Er hat keine Ahnung von Politik. Es interessiert ihn auch nicht, was sich um ihn herum bewegt. Er ist mit sich selbst beschäftigt. David hingegen sagt einmal rügend zu ihm: Weißt du denn nicht, was los ist auf der Welt? Liest du denn keine Zeitung? Und so kommt es, dass der Zweite Weltkrieg ausbruch, David verschwindet, Schneiderhahn verschwindet und Anton bleibt allein zurück. Es ist Winter 1945, er liegt auf dem Bootssteg, die Flieger ziehen über ihn hinweg in Richtung Osten, es sind die Alliierten, die dabei sind, den Krieg zu gewinnen. Anton liegt da auf dem Bootssteg. Er hat einen Koffer bei sich gehabt, den er im Wasser versenkt hat. Man fragt sich, ob er Selbstmord begegnen wird. Es ist sehr kalt und das Wasser wird langsam zu Eis. Anton liegt auf dem Rücken und das Wasser hat seinen Mantel vollgesogen. Und im Wasser spiegelt sich nun die Vergangenheit, jener glückliche Sommer 1939. Und das Paar, Anton und David, das das Wasser hervorgebracht hat. Anton schließt die Augen und spürt durch seine durchnässten Kleider hindurch die Wärme des Sommers 1939. Und er weiß, dass das Eis wieder zu Wasser werden kann, dass wieder Bewegung kommen wird und er hofft auf ein Wiedersehen mit David. Ich möchte Ihnen aus dieser Erzählung nur einen ganz kleinen Abschnitt vorlesen, um Ihnen Lust darauf zu machen, dass Sie diese Geschichte selbst lesen. Es lohnt sich wirklich, diese Geschichte zu lesen. Stille. Hinter mir höre ich das Holz nicht mehr knarren. Ich spüre die Kälte nur noch in meinen Füßen und Fingerspitzen. Bilde ich es mir ein oder bewegt sich auch der Fluss nicht mehr? Es gibt einen Moment, es muss einen Moment geben, kurz bevor das Wasser den Gefrierpunkt erreicht, in dem es nicht mehr fließt, aber noch flüssig ist. Der Bruchteil einer Sekunde, bevor sich der erste Eiskristall bildet und mit unhörbarem Knacken in den Raum wächst, sich abspaltet, spiegelt, verdoppelt, rasend schnell in alle möglichen Varianten der Arithmetik ausdehnt, bis in alle Winkel der Wassermasse, die erstarrt und in einem prachtvollen Muster einer eisigen Grimasse gefriert. Eine Welle kann in der Bewegung stehen bleiben, mitsamt Schaum und Luftblasen, doch kurz bevor das geschieht, stelle ich mir vor, ist es für einen Moment ganz still im nach oben strebenden Wasser. Die Stille, bevor alles stillsteht. So wirkt die Stille jetzt. Es gibt noch etwas, eine Geschichte, die David mir einmal erzählt hat. Die alten Griechen, sagt er, glauben, dass im Universum früher alles miteinander verbunden gewesen ist. Eins war in völliger Harmonie, Bewegungslosigkeit. Die Stille muss betäubend gewesen sein. Dann eines Tages, gab es denn Tage?
wurde diese Harmonie gestört und mit einem gewaltigen Knall zerbrach die Welt. Alles zerfiel in zwei Teile, seitdem schweben überall im Raum lose Hälften umher, die genau aufeinander passen und einander suchen, sich aber nicht finden können. Nur ganz gelegentlich, durch einen verrückten Zufall, bei Millionen von Begegnungen treffen zwei Hälften wieder aufeinander. Es muss eine wilde Bewegung sein, mit der dies geschieht, ein Moment der Ekstase so groß, dass die Zeit darin wieder stillsteht. Manchmal denke ich, dass David und ich zwei dieser suchenden Teile waren. Dabei weiß ich noch nicht mal, ob ich die Geschichte richtig behalten habe und ob das Suchen nach der anderen Hälfte überhaupt etwas mit Physik zu tun hat oder mit Sport. Vielleicht ist es nur Liebe, aber dann weiß ich jetzt wenigstens, dass man für Liebe und für Glück sehr gut trainieren kann. Ich habe entdeckt, dass man es wagen muss, sich selbst Schmerz zuzufügen, um ganz nah an den Augenblick heranzukommen, an dem sich die Gegensätze vereinigen. Geschieht das nicht, und meistens geschieht es nicht, bleibt einem nur der Schmerz und ein magerer Trost. Zumindest spürt man, dass man lebt.